Hallo meine Lieben, ihr erwischt mich gerade mitten im Spaziergang mit Etty the Smurf. Wir laufen gerade, also ist ein bisschen längere Geschichte. Wir haben heute einen Termin bei der Hebamme, heute Nachmittag. Und eigentlich hätte der Bernd ab 13 Uhr Feierabend, wollte nach Hause kommen. Wir wollten zusammen Mittag essen und dann zur Hebamme fahren. Aber ich habe euch in einem der letzten Videos schon erzählt, dass wir das Barf-Futter fürs Murphy bestellt haben. Diesmal online. Normalerweise kaufen wir das immer vor Ort. Und diesmal haben wir es bestellt wegen dem Umzug und so, dass wir nicht einen freien Nachmittag halt vergeuden, in Anführungsstriche, zu diesem Barf-Laden zu fahren. Und so haben wir es online bestellt. Ja, und natürlich kam genau heute diese Lieferung. Und das war so ein anderer DHL-Mensch, also so ein On-Demand oder so hieß das. Also heute hatten wir zwei DHL-Lieferungen und der kam jetzt halt später, das Essen fürs Murphy. Und wir konnten halt nicht sagen, okay, dann soll er halt einen Zettel im Briefkasten schmeißen, weil das ist ja alles tiefgefroren. Und jetzt ist aber alles gut. Es ist angekommen, aber das wusste ich gerade noch nicht, als ich losgelaufen bin, weil ich habe dann zum Bernd gesagt, dann laufe ich jetzt mit dem Smurfy zum Laden, dass wir, also dass der Smurfy halt sowieso Bewegung hat, einen Spaziergang und dass wir direkt dann zur Hebamme fahren können, nachher nicht, dass wir zu spät kommen, denn da muss ich heute nochmal ein ernstes Gespräch führen. Das habe ich ja schon mal so andeuten lassen in meinen Videos und auch auf Instagram, dass so ein paar Sachen sind, wo ich mir nicht so sicher bin. So zum Beispiel weiß ich, dass sie Dammschnitte auch macht, wenn es nötig ist. Obwohl man ja mittlerweile weiß, dass es viel besser heilt alles, wenn es einfach natürlich reißt. Und das war auch bei meiner ersten Geburt so. Ich hatte einen Dammriss 3b, also richtig hoch bis im Beckenboden. Das war ja damals in England. Und ich habe unter der ganzen Geburt immer geschrien, please don't cut me, please don't cut me, weil ich so Angst schon immer vor diesem Dammschnitt hatte. Jedenfalls musste ich nach der Geburt 2 Stunden in den OP, um genäht zu werden. Und das hat wunderbar geklappt. Also ja, ich hatte halt diese OP, aber das ist super verheilt. Ich konnte auf Toilette gehen, ich konnte laufen, ich konnte sitzen. Ich hatte überhaupt keine Probleme. Und alle Menschen, jetzt ruft der Bernd an, alle, die ich so kenne, die einen Dammschnitt hatten, also ob jetzt persönlich oder online über Facebook oder so, ja, die hatten teilweise vermehrt sehr große Probleme, was die Heilung angeht. Und es ist einfach veraltet. Und das mit diesem Dammschnitt, das ist jetzt einfach nur ein Beispiel. Das ist eine Sache, die ich besprechen möchte. Da sind noch ein paar andere. Und ich hoffe, dass ich nach meinem Hebammentermin noch eine Hebamme habe. Ja, die Alternative wäre wahrscheinlich, weil ich ja keine Hebamme mehr finde, bis zur Geburt wahrscheinlich, dass ich eine Hausgeburt machen würde. Und da ist mein Mann noch nicht so überzeugt von. Ich würde es wirklich lieber machen, eine Hausgeburt, weil dann müsste ich nicht den Ortswechsel machen unter Wehen. Man könnte halt einfach zu Hause bleiben, vor allem wenn wir jetzt richtig schön wohnen demnächst. Also wenn der Umzug fertig ist und wir uns alles so schön eingerichtet haben und so viel Platz haben, dann kann ich mir das richtig vorstellen, den Geburtspool da aufzustellen und da ganz entspannt zu entbinden. Ja, also ich würde wirklich, ich tendiere wirklich zu einer Hausgeburt, aber natürlich, ja, muss Bernd da auch mit einverstanden sein und sich auch wohlfühlen dabei. Vielleicht, wenn ich eine Hausgeburtshebamme finden würde, dass ihm das Sicherheit geben würde oder
wenn er sich einfach die Statistiken ansehen würde, ja, dass halt bei Hausgeburten, ne, ihr wisst ja, also alle, die sich damit auskennen, die wissen das, die sich auch mit dem Thema befassen. Und ja, mal schauen. Ich lasse jetzt erstmal den Termin auf mich zukommen mit der Hebamme. Und danach entscheide ich, wie es weitergeht, würde ich sagen. Also nicht zu voreingenommen an dieses Gespräch rangehen mit der Hebamme. Vielleicht sagt sie ja auch, ja gut, wenn ich das weiß, dann mache ich halt keinen Dammschnitt, dann reiß halt, ne, so. Ich weiß es nicht, mal gucken. Also, ja, wir fahren da jetzt erstmal hin und dann melde ich mich einfach danach nochmal. Sofort alle informieren. So, wir sind jetzt aus dem Geburtshaus raus und... Moment, wir steigen eben ein. Wie so oft total unnötig verrückt gemacht. Ja, hab ich dir ja gesagt. Wusste ich, dass du das sagst. Ja. So, also, die war super nett und hat mich super beruhigen können. Ich glaube, wie immer, ja, ich habe mich da in den letzten 2 Wochen, das ist ja jetzt 2 Wochen her, der letzte Termin da im Geburtshaus, ein bisschen so reingesteigert. ja, ich weiß, das kann ich sehr gut, aber ich habe mich dann halt da schon liegen sehen, wie die mich festhalten und mir den Dammschnitt machen und in mit diesem... Axt, wie Ragnar rauskommt mit der Axt, genau, und den Dammschnitt macht. Und in, das war halt, das kam durch diesen Vertrag, den sie uns mitgegeben hat, hat sie gesagt, lesen Sie sich das durch in Ruhe und nächste Mal besprechen wir das. Und da stand halt mehrmals Dammschnitt drin und alles Mögliche. Und dann hat sie gesagt, das ist halt wie ein Beipackzettel bei Medikamenten, da muss halt alles drinstehen, ist ja auch richtig. Aber normalerweise lassen wir sie auch lieber reißen, als dass sie auf, ne, die Matte fallen, einen Dammschnitt bekommen. Und sie haben ja schon ein Kind geboren und da ist halt schon alles turnhallenmäßig unterwegs. Elastisch. Und da werden sie wahrscheinlich nicht den Damm schneiden müssen. Hat sie ausgedammt. Ja, und CTG hat sie auch wieder nur so wie immer einmal dran gehalten, einmal Herztöne hören. Machst du mal hinten Fenster zu, bitte? Mich irritiert das. Ja, also alles super. Wir haben den Vertrag unterschrieben und ja, dann. Es war alles super, kein Eiweiß im Urin, kein Zucker im Urin, also alles so wie es sein sollte, Blutdruck super, aber mein Eisenwert ist bei 10, irgendwas und unter 10 darf ich da nicht entbinden. Du musst mehr Fisch essen. Ja, ich soll mehr Fisch essen. Ja. Das geht nicht, wir sind essbehindert. Nein, das hast du zum Glück nicht gesagt. Ja, ich habe mir auch stark zusammengerissen. Wir essen keinen Fisch, hat der Bernd gesagt. Genau. Und ich supplementiere ja schon Eisen 3-mal die Woche, nämlich diese hochdosierten. Und soll ich jetzt 7-mal die Woche nehmen? Und einen Nagel essen. Und machen manche wirklich einen Eisennagel im Apfel über Nacht und dann, ja, was solltest du früher machen, ne? In 200 Metern rechts hat sie gefragt, ob ich halt Probleme mit Verstopfung habe, weil halt, wenn man Eisen supplementiert, dann kann man Verstopfung bekommen, habe ich ja gar keine Probleme mit, weil wir ja jeden Tag unseren Shake mit Leinsamen schlürfen und deswegen haben wir da keine Last mit. Jetzt nehme ich 7 Tage dann die Woche Eisen-Tabletten, da muss ich mir auch neue bestellen bei Amazon gleich, dann reichen die nämlich nicht mehr. Gönn dir. Ja, gönne ich mir und Ragnar. Die leckeren Eisentabletten, die sind so ekelig, weil die so nach Blut. Dass sie da nichts gemacht haben, dass sich da als die Hülle auflöst, wenn es, ne, im Magen gekommen ist. Ja, ist halt. Keine Ahnung. Egal, ich nehme sie jeden Tag und in 2 Wochen wird dann wieder Blut im Finger. Das tat richtig weh. Nee, die hat sie noch so weit reingestochen. Ja, das war richtig so. Aua. Naja, egal. Muss sie jetzt nochmal testen und. Sie hat auch gesagt, ich soll mir keine Sorgen machen, das kriegen wir in den Griff. Deswegen hat sie extra so früh. Ja, den was ist, wenn du jetzt unter 10 bist, sagen sie dann, ja, dann, nee, dann kriegen sie ihr Kind jetzt nicht. Nein, dann, okay. Das weiß sie ja vor der Entbindung,
und dann darf ich nicht im Geburtshaus entbinden. Da muss ich ins Krankenhaus. Oder halt zu Hause. Da kann ja keiner was sagen, wenn du zu Hause bleibst. Oder im Wald gehst, weil der Mann dich nicht zu Hause entbinden lässt. Ja, okay. So sieht's jetzt aus. Und das liegt Schädellage. Ich glaube, das ist Kopf nach unten, oder? Schädellage, ja. Schädellage heißt Kopf nach unten. Schreibt mir das mal in die Kommentare. Ich wollte es googeln, weil ich es nicht weiß. Aber das dreht sich sowieso noch. Also 7-mal am Tag. Der ist so aktiv, der Ragi-Ragnar. Unglaublich. Der boxt mich. Hat er von dir. Warum bist du da wund? Weißt du was? Ich werde von allen Seiten geschlagen und getreten. Warum bist du wund? Weiß ich nicht. Vom Dammschnitt? Vom Dammschnitt. Schneide ich dich so am Damm. Der weiß nicht, wie er liegen soll. Er ist pisst, sagt er. Ja. Gut. Ja, gut. Alles klar. Also, ihr wisst Bescheid. Ich würde sagen, wir beenden das Video. Hast du noch eine kluge Weisheit? Ja. Ja? Okay. Und morgen gibt es halt dann wieder einen Vlog zu sehen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.